Nun wartet etwas mit etwas weniger Spaß, Foktor, auf uns. Und zwar... Oh ja. Die beiden geheimen Shines. Eine davon, ne, eigentlich beide, lol, sind in den Minispielen. Man muss rote Münzen sammeln. Ist natürlich ein wenig, ja, unkreativ. Wieso? Naja, beide in Minispielen. Also ja, natürlich, das ganze Ding mit den roten Münzen und so ist natürlich schon epic, aber zwei in einem Level, naja, egal. Naja, wäre halt ein bisschen seltsam gewesen, wenn in dem einen rote Münzenschalter ist und dem anderen nicht. Ja, okay. Nehmen wir es einfach, wie es ist. Deswegen haben die Entwickler ja bei manchen nur ein Minigame eingebaut, damit sie noch eine Ereignisschein machen konnten. Und da bin ich auch Gott froh, weil die Minispiele waren neben den blauen Münzen das Schlimmste, was das Spiel zu bieten hatte. Ja, das ist aber auch Absicht. Eins wurde sogar an Galaxy 2 reloaded. Ich kann nur sagen, dass es extrem schwer wird, weil die Zeit ist eigentlich unmenschlich. Ja. Also da wird ein so richtig schön unter Druck gesetzt, aber wenigstens kann man den Scheiß behalten. Ich streng mich jetzt mal auch an, weil das ist wirklich nicht einfach. Die einzig gute Nachricht, direkt weg ist verfügbar. Ja, das sag ich, ja. Okay, also eine Minute. Was? Das ist eine Minute? Okay. Das ist natürlich was? Fast eine Luxuszeit. Ach. Ach so, Ironie. Gut. Ja, natürlich. Moment, komm. Das hat Paul eigentlich allein. Ich hatte kein Wasser mehr. Das ist eigentlich jetzt Betrug gewesen. Ich habe doch jetzt halt nur ein ganz kurz Wasser auf Wasser gedrückt. Der hat plötzlich nicht mehr, Ist der Knopf geklemmt? Keine Ahnung. Man sieht es ja bestimmt im Video. Ich bin da vorher gelandet. Das heißt, eigentlich hätte ich wieder die normale Wasserkraft zur Verfügung haben müssen. So. Was aber nicht der Fall war. Euch ist halt ehrlich, also schaut euch das Level an. Und jetzt habe ich Idiot auch noch völlig falsch gestartet, wodurch ich natürlich Zeit verliere. Also wenn ich mir das anschaue, dann würde ich sagen, das ist ein Level, wo man etwa einem, vielleicht 55 Sekunden oder so braucht, um einfach nur durchzukommen. Ja, ohne den Scheiß einsammeln. Und mit dem Scheiß einsammeln ist ein wenig übertrieben crazy. Komm schon! Nein, nicht fallen, du Idiot! Nein! Du weißt, was wenn hier nicht mehr gereicht hätte. Ich meine, es waren nur noch 10 Doch. Sekunden. Meinst du? Ja. Okay. Mann, was musste diese Scheiße am Anfang passieren? Wofür ich nix kann. Gib den Schwan her. Und dann gehe ich ein paar Zentimeter und dann macht dieser Trottel noch einen Seitwärtssprung, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Man muss sagen, immerhin stellen sie hier die Kamera so, dass man was mit anfangen kann. Nein, das mache ich alles selber. Fick dich! So. Ja, wie sehr habe ich Arrivederci nach diesen Levels nicht leiden können. Halt die Fresse, verdammte Fixer! Also ich meine den Text. Auf jeden Fall weiß ich seitdem, dass Arrivederci Ciao heißt. Okay. Jetzt ist er wieder nicht gesprungen, der Honk. Obwohl ich deutlich auf A gedrückt habe. Du zockst am Fernseher, oder? Ja, sonst könnte ich mir gleich erschießen gehen. Dann ist es unerklärlich, was für Probes er hat. Fuck you! Okay. Gut. Wehe, du springst jetzt nicht, du Spast. Geh weg! Dieser Hurensohn. Jetzt aber.
Ja, wir schaffen das. Ja, tja. So aggressiv, wie er gleich zu Werke geht. Das muss klappen. Okay, die Zeit ist bis jetzt hervorragend. Verdammte Assi-Scheiße. Das ist natürlich die crazyste Stelle, die jetzt kommt. Also das ist echt krank. Das jetzt natürlich nicht, aber dann wieder zurück auf den Scheiß zu kommen. Fuck you, bitch! Cool. Jetzt wird die Zeit stehen, anders als ja. In Galaxy. Aber jetzt muss man halt noch überleben irgendwie. Okay. I hate it. Yes. Oh, und ich brauche mich jetzt gar nicht wieder Bravissimo. Zu entspannen, weil es kommt gleich der nächste Kampf. Wie gesagt, vom Regen in die Traufe. Leider ja. Es geht sofort weiter mit dem Quatsch. Und zwar im sechsten Kapitel. Und das ist eigentlich noch viel schwieriger. Das ist jetzt gerade hier, was wir hier gerade gesehen haben, war eigentlich kindisch. Und da 4-5 Fails oder was es waren, war eigentlich ein Witz. Aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn der Beschiss am Anfang nicht gewesen wäre, hätte ich es beim First Try geschafft. Da hatte ich nämlich ein gutes Gefühl. Das andere war eigentlich nur Mist. Ein Leben. Ja, habe ich auch gerade gesehen und dachte mir, fuck you. Fuck you, ohne Witz. Aber von dem krieg ich glaube, nee, krieg ich nicht. Oh Mann, ey. Ist das zum Kotzen alles. Na, wenn du es bis zu diesem Ding schaffst, was sich. Also diesen Kasten, der gibt. Also diesen Würfel, der weil gibt ja. Ich glaube, dass der mir einen abgibt. Ah, stimmt, im Bonuslevel selber sind auch noch Ups. Naja, zur ja, Sicherheit, komm, gib her. Du gibst mir doch eins. Erst einmal gibt er mir eine blaue Münze, dann gibt er mir ein Up. Cool. Auch wenn 2 auch nicht gerade episch ist, aber. Ja, muss ich es halt jetzt gleich schaffen, ne? Ja, das ist gut. Ich muss sowieso die Fails aus dem ersten Kaffee noch wieder ausgleichen. Problem ist halt, dass es, wie gesagt, schwieriger ist. Hast du da nicht ausgeglichen, dass du das Ding mit dem ersten Versuch geschafft hast? Hm? Ach so, vorhin, ja. Das normale. Einen anderen Part. Ja, das normale. Hm. Ob das schwieriger war? Ja, ich glaube schon. Aber gut, wobei. Die sind beide schwierig, aber hier hast du dann natürlich mehr Möglichkeiten, dadurch, dass du Dreck weg hast. Jetzt bloß nicht die Turbodüse nehmen, weil sonst habt ihr sie im Minigame auch und dann könnt ihr es eigentlich vergessen. Das bringt ja gar nichts. So, ab. Kamera stelle ich mal so halb hoch ein. Okay, wir haben hier eine. Ja, geil. Geil. Geht schon super los hier. Das meinte ich. So kann man sich retten, wenn man den Dreck weg hat und weiß den anderen. Soweit ich weiß, ist unten nix. Nee. Verpiss dich, Scheißteil! Mach schneller! Aber man hat 1 Minute 30 Sekunden. Ich werde jetzt auch hier abspringen. Ja, aber schon so. Mit der Geschwindigkeit, mit der dieser Würfel hantiert, ist das nicht sehr viel Zeit. Nee. Was mache ich eigentlich? So, jetzt. Hier gibt's nochmal 2 Ups. Machen die jetzt im Ernst da irgendwie die Hälfte der Münzen da oben hin, oder was? Das sieht so aus. Ah, wahrscheinlich zumindest 3. In die Mitte. Wahrscheinlich. Beide gibt's links außen, Mitte und rechts außen. Ich sehe nichts. Ich habe aber noch 39 Sekunden. Ja, du hattest recht, so wie es ausschaut. Seuche. Arschloch, du bringst Pech. Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Dreh dich um! Mache Kamikaze! Ja, komm doch her, du Scheißteil! Dagegen ist ein Homo nichts. Ey. Ist das zum Kotzen? Okay, noch 10 Sekunden. Aber irgendwie liege ich gut in der Zeit. Ja, irgendwie schon. Oh oh, der dreht sich um, der dreht sich um! Nein. Nein. Spring.
Der Seitwärtssprung hat mich gerettet, ey. Bullshit, aber im First Try. Irgendwie kann ich das besser als den anderen Quatsch. Was du mit diesem Level gemacht hast, habe ich keine Ahnung. Das ist unbelievable. Ja, jetzt dürfen wir uns noch 100 gelbe Münzen antun. Geil, ne? Wo willst du die hier überhaupt sammeln? Weil ja, in Monte Bianco ist es tatsächlich sehr, sehr schwer. So viel gibt's hier wirklich nicht. Aber ich denke, das werde ich alleine tun. Hab ich doch anders entschieden, wir machen es gemeinsam. Eigentlich wollte ich den Shit nämlich reinschneiden von meinem alten EP, das ich nie hochgeladen habe, weil es dreckige Quali hat. Aber letztendlich wollte ich euch diese Scheiße dann doch nicht antun und deswegen machen wir das jetzt hier noch gemeinsam. 100 gelbe Münzen in Monte Bianco, oh mein Genius. Ja, es wird ein Spaß, also. Münzen gibt's jetzt hier, also es gibt jetzt zwei Gegner, die einem Münzen geben können. Und es gibt auch die Pflanzen, die einem hier helfen, aber ansonsten gibt's ja nicht so viel. Ja, also die Pflanzen sind eigentlich die einzige Chance, irgendwie zu schaffen, denn wenn ihr die gleichzeitig nass macht, gibt's Kohle! Oh yeah! Grüner Daumen. In welches Level bist denn du rein? Na toll, ey, zwei Münzen weg! Scheiße. Hör auf, Mann! Das kann durchaus schon ein Problem sein. Das darf mir auf keinen Fall nochmal passieren. Mann! Hä, ich spring auf ihn drauf und nehm Schaden? What the hell? Ja, irgendwie. Wenn du dich genau das obere davon triffst, nimmst du Schaden. Warum auch immer. Ja, Bullshit. Los, nass werden. In welches Level bist denn du rein hierfür? Ach genau, das hab ich auch noch nicht gesagt. Im 8. Kapitel bin ich, weil woanders rechne ich mir wenig Chancen aus. Ja, das stimmt wohl. Jetzt hier ist auch die Brücke repariert, das heißt, du kannst da noch ein bisschen was kriegen und so. Brücke? Ja, dabei, wo du zu Mutant Tyrannia kommen kannst. Ja. Wäre natürlich geil, wenn es so wäre wie in Super Mario 64, dass die rote Münze wie ein paar gelbe zählt, aber so gnädig sind sie. Ja, das finde ich so scheiße. Ja, also, das Spiel wird echt sehr von diesen Münzen dominiert. Also, die blauen Münzen und gelben Münzen, 100, die haben schon echt in sich. Yo. Ja, warst du jetzt schon hier im Anfangsbereich, oder was? Das sind ja nur ein paar Groschen. Ja, also, das kann auch heiter werden, wie du dir das zusammenkratzt, also. Ja, irgendwie schon. Also, bis... Ach, leck mich. Ach, den Zigeuner hier, den können wir mal abknallen. Den kann man nämlich nur von der Ferne angreifen. Sonst versteckt er sich irgendwie in seiner Blume und dann geht's nicht mehr. Bam, Bastard. Diese Windmühlen kannst du doch auch alle anspritzen, oder? Ja, aber das ist alles immer nur eine Münze und das ist mir irgendwie nicht wert. Das mache ich dann, wenn ich wirklich nur noch zwei oder drei brauche. Jetzt mache ich lieber sowas hier. Von dem Winkel her ist es ganz gut, glaube ich. Okay. Und dieses Mega-Spritzen, das macht ihr übrigens, wenn ihr R gedrückt haltet, halt dann A und dann immer R. R und A gleichzeitig. Also erstmal R A. Gut. Jo. So, Tipps. Also ich glaube, das Dorf... Gegen so Viecher ist das ganz gut. Stimmt. Also das Dorf ist jetzt, glaube ich, fast leer geplündert. Ich glaube, da ganz hinten gibt's noch welche. Da, wo... Ja, also... Da ganz hinten an dieser Felsvorschlucht, da gibt es auch, glaube ich, noch ein paar Pflanzen und so. Ich wurde von irgendwas getroffen, was ich nicht erkennen kann. Das war irgendwie, ja, so dieses Viech in den Bäumen. Irgendwie ist das scheiße, glaube ich. Bienen schmeißen die Scheiße einfach. Ich glaube, das sollen Kokosnüsse sein, die ihr die auf den Kopf wirft. Okay. 45. Oder Nüsse oder sowas in der Art. Bienen und Nüsse? Ja. Na gut, vorbei. Nee, Nüsse ist auch Bullshit. Nein, selbst da. Nein, die Kohle. Warum ist die runtergefallen? Das gibt's doch nicht! Was, die sind da unten nicht mehr? Doch, aber es ist schnell verschwunden. Das ist ja scheiße. Also, gerade bei den wenigen Gegnern ist es schon. Keine Panik, wichtig. Es ist alles cool. Echt? Ich meine, du hast gerade mal. Also, dir fehlt noch doppelt so viel. So viel kommt da nicht mehr. Wobei, zu dem Spast könntest du hoch. Ich mache mir gerade Mut.
Oh, okay. So. Oberhalb dieser Palmen immer schön nass spritzen, dann kommt auch so ein Scheißding raus. 50 Hammer. Gut. Genau. Da auch nochmal eine Eis. Das ist schon mal gut. Also das müsst ihr euch echt anschauen, wie grausam dieses Spiel eigentlich ist, weil es sind hier der kratzt sich regelrecht dieses Geld zusammen aus allen möglichen Ecken und Enden, um mal irgendwie was rauszukriegen. Oh, wenn yes. er arg viel Pech hat, muss er noch seine Mütze verkaufen und gar den Dreck weg, weil es sonst einfach nicht hinhaut. Also, es ist schon sehr grausam gelöst hier. Ultra knapp bemessen. Und das Hässliche ist halt, dass teilweise Münzen mit einberechnet sind, wo man keine zweite Chance hat, die zu kriegen, wie eben durch Gegner zum Beispiel. Ja, eigentlich hat man bei keinen zweite Chance. Ja, aber ich meine, die Münzen liegen da, zum Beispiel in den Bäumen und den Windmühlen, und wenn es sie, ja, da kannst du sie halt jederzeit rausspritzen, aber wenn du beim Gegner irgendwie was Dummes machst, dann ist es gleich weg. Und er kommt nie wieder. Oh, Mario, du bist so ein... Ja, also was er hier für ein Opfer ist, das ist thematisiert. Ich hoffe sehr, dass Nintendo kein... Also, dass sie natürlich schon so was Geiles wieder rausbringen, aber nee, sich nicht an mit Marios Stärke hieran orientieren. Ja, das wäre schon scheiße. Nochmal so ein Idioten. Oh ja. Wobei er in Galaxy ja eigentlich auch nichts kann ohne den Luma. Na gut, wobei er da immerhin diesen weiten Sprung kann er da ziemlich gut. Ja, er lässt sich auch einfach besser steuern. Und das Einzige, was der Luma eigentlich gibt, ist der Wirbelsprung. Ja, aber der ist schon aber wichtig. Was soll dieser Scheiß jetzt? Was machst du da? Ja. Natürlich ist er wichtig, aber ich denke schon, dass er da mehr kann. In 64 kann er ja eigentlich am wenigsten, aber das ist die Level. Nein, in 64 ist er perfekt. Da kann er alles fast. Der ist auch kein Honk. Ja, da sind die Level. Ja, da ist er schon cooler, aber wenn man es sich eigentlich genau überlegt, also sowas wie Luma oder Dreckweg kann er ja eigentlich nicht. Braucht er auch nicht. Da hat er den Skill auch so. Hier benötigt er Hilfsmittel, der Trottel. Also viel besser wahrscheinlich. Ja, aber was kann denn 64 denn groß? Also er kann schlagen und springen, aber. Ja, mit Boxen kann er fliegen, das ist natürlich schon, aber ansonsten. Ja, richtig. Also wenn man schlagen konnte er noch nie von alleine. Nur in 64. Ja, das stimmt. Das stimmt eigentlich. Nicht mal schlagen. Ja, ich. Ja, ich find's so eigentlich auch danke, besser. Das war mir so klar. Als in 64, ja, dieses. Die haben mich so oft. Das sind die Gegner, die es nicht hätte geben dürfen. Weil die ohne Ende langweilen. Ja. Die Zahnräder und der Wind sind einfach nur Spaß. Das ist unfassbar. Zahnräder? Achso, also die. Ja, gut, die Zahnräder sind auch geil, aber der Wind ist das Schlimmste. Ja. Der Wind ist ein Zigeuner und vor allem weiß man nicht, wie man sich gegen den verteidigen soll, weil wenn der mit seinem Geräusch da ansetzt, dann weiß man einfach, ja, man ist gefickt, man kann jetzt eigentlich nicht mehr viel tun, außer zu beten, aber jetzt ist man gefickt. Und ja, sowas aber der ist war Schatz, eigentlich immer Shit. Weil in Lost Levels hat er einen ja auch geownt. Ja, okay. Ich weiß nicht, was Nintendo gegen Wind hat, aber das ist irgendwie immer ein Standardgegner. Sogar in Donkey Kong Country 2. Was wollen die denn? Oh mein Goodness, ja, der scheiß Herbstwind. Tierische Show. Oh yes. Kaktus. Squawks. Squawks. Also, ja, das tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich mir das anschauen muss, weil du. Wie gesagt, du kratzt dir echt an den Mauern rum, und die einzelnen Centstücke daraus zu picken. Das sieht schon besser aus. Ich hab da noch Hoffnung irgendwie. Kann man dir doch nicht antun. Ja, das ist. Okay, gut. Ja, jetzt hast du. Jetzt ein bisschen besser aus. Aber auf jeden Fall empfehle ich euch das 8. Kapitel, weil alle anderen, glaube ich, geht nicht. Also, wenn ihr es mal woanders geschafft habt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, es geht nämlich nicht. Ja, und geht sehr sorgfältig vor, weil, ja, ihr seht, er ist jetzt schon 9 Minuten dran und wir haben jetzt wirklich sorgfältig, ja, aber das muss er auch machen, weil das muss er ja sorgfältig behandeln, weil ansonsten, ja, wenn er einen Schritt falsch macht, dann könnte es wohl wirklich nicht klappen, vielleicht sind hier insgesamt 102 oder 103 Münzen,
Aber das soll man insgesamt bekommen kann, das sind wirklich nicht viele. Und da. Ich schätze mal 110 ja, sind es oder so. Ja, irgendwie sowas. Also man darf sie wirklich nicht viele Fehler erlauben. Deswegen bei jedem Gegner, bei jeder Stelle, wo es Münzen gibt, immer erstmal genau überlegen, wie und es dann tun. Ja. Yeah. Nice Sprung. Ja, jetzt sieht's gut. Und dann gibt's ja noch was in den Zahn, also Windmühlen, falls das nötig sein sollte. Und da oben gibt's auch noch was. Aber also auch nicht mehr so viel. Ich glaube, das kriegen wir noch. Es ist nicht mehr so viel. Komm, da noch, ja. Und hier. So, die letzten vier. Ja. Die letzten vier her. Los. Ja, wie gesagt, in den Windmühlen da vielleicht noch. Lass mich, Windwichser. Nein! Oh, hat mich getroffen, aber nicht runtergehauen. So, wo? Da, okay. Mhm. Vielleicht lass ich mich fallen, wenn der Wind kommt. Aua. So, jetzt ist tatsächlich eine saubere Leistung bisher. Ach, komm schon. Spuck aus, spuck's aus! Danke. Noch zwei. Nice. Wo ist die scheiß Wolke? Da. Nass spritzen, dann wird sie größer. Kann man drauf, sich den Scheiß holen, immer wieder spritzen, am besten mit der Schwebedüse. Fliegt nämlich hier umher. So, die letzte Münze, jetzt ist der Scheiß gegessen. Und ja, sie ist durchsichtig, wie gesagt, ich mach's ja nach. Ja, darauf kommt's eigentlich nicht, an der Zeit genau. Ist kein Vorteil. Das wir haben's aber geschafft, nach. Sie befindet sich hier bei dieser Windmühle. Oder Moment mal, wo denn? Ich zeig euch mal schnell wo. Sammeln werde ich sie nicht, weil ich sie ja schon hab. Alter, bist du dumm? Gut. Ja, das ist er. Genau, da vorne, da vorne. Okay, wir verabschieden uns, oder? Yo. Gut, dann bis zum nächsten Part. Bye, bye! Viel Glück bei dem Level. Oh.